Ja, Freunde, ich habe eine Stäbel-Nautilus-Hube für meine schwarze CB1300, aber nicht, weil ich die lange gesuchte jetzt endlich gefunden habe, sondern weil der neue Besitzer eine bestellt hat und mich gebeten hat, sie anzuschrauben. Das mache ich aber nicht jetzt. Jetzt bin ich gerade dabei, die Getriebe zu sichten und da wollte ich euch kurz mitnehmen. Willkommen bei Zams Channel. Welches Getriebe ist besser für dieses Motorrad? Zum Glück sind beide Getriebe ziemlich gut. Aber eines ist besser und ich zeige euch gleich warum. Ja, wie prüft man diese Getriebe? Man kann schauen, dass die Lager gut laufen, irgendwie rattern vom Gefühl her. Man schaut, dass die Losräder gut laufen. Das hört man hier ein bisschen, das andere aber auch. Das liegt daran, dass das hier aufliegt. Das untere ist auch gut. Dann kann man mal schauen, dass die Losräder nicht zu sehr wackeln auf ihren Lagerstellen. Sie wackeln mehr, als ich erwartet hätte, speziell bei der Eingangswelle. Das ist ja die Ausgangswelle jetzt. Aber ansonsten soweit alles okay. Hier sitzt ein O-Ring drin, der fehlt hier. Und hier sitzt eine Scheibe, die fehlt hier. Also ich habe schon ein bisschen was irgendwo verloren. Also es ist bestimmt noch irgendwo da, aber ich muss es halt einfach suchen, finden. Habe wieder mal nicht aufgepasst. Bei der Eingangswelle ist es im Prinzip genauso. Hier war ich erstaunt, wie viel Spiel diese Losräder doch haben. Die Lager sind überall noch sehr gut. Sie haben auch ein bisschen Spiel, aber ich denke, das sind C-Lager mit ein bisschen Spiel. Das ist normal. Sind auch beide gleich, was das angeht. Das Wichtigste bei den Getrieben ist oder sind die Schaltklauen. Das sind die Docks, diese Schaltelemente, die ineinander greifen und wo die Losräder und die Festräder sich miteinander verbinden und damit quasi den Gang einlegen. Wie das genau funktioniert, gibt es ein Video dafür von mir, schon etwas älter, aber ich denke, viele haben mir zumindest erzählt, dass sie durch dieses Video gelernt haben, wie ein Getriebe funktioniert. Ich kann ja mal versuchen, es zu verlinken. Ja, und die Docks, also diese Schaltklauen hier, sehen bei dem A-Getriebe, wo wir ja wissen, dass das über 90.000 Kilometer drauf hat, etwas verschlissener aus als bei dem B-Getriebe. Ich kann mal versuchen, das zu zeigen. Man sieht also ganz gut an den Schaltklauen dieses Festrades hier vom dritten Gang, dass hier schon einige Verschleißspuren sind. Hier auch. Das ist jetzt überhaupt nicht viel, das ist jetzt relativ wenig, muss man sagen. Aber es ist mehr als bei dem B-Getriebe und deshalb nehme ich das B-Getriebe. Wir können uns die Stelle am B-Getriebe ja gerade mal anschauen. Das ist jetzt das B-Getriebe. Man sieht diesen Schaltklauen auch an, dass sie benutzt sind, aber es ist deutlich weniger als beim A-Getriebe. Die anderen Schaltklauen, ich habe mir die natürlich überall angeschaut, auch hier und auf der Ausgangswelle gibt es noch welche. Die anderen sehen ganz gut aus. Oder ziemlich gut eigentlich für diese Kilometerleistung. Das ist jetzt die Ausgangswelle vom Getriebe A. Man sieht also dieser eine Schaltvorgang. Wenn der stattfinden soll, kann es ja passieren, dass diese Fläche dieser Schaltklaue erstmal hier reiben muss, bevor das dann irgendwann zum Einrasten kommt, wie jetzt. Und man kann also an dem Reibungsprofil hier sehen, dass dieses Getriebe deutlich mehr Kilometer drauf hat als das andere. Weil diese Stelle ist deutlich mehr verschlissen. Es ist zwar weit entfernt von irgendwie defekt oder kritisch oder sonst was, aber man sieht einfach im direkten Vergleich, und ich versuche das jetzt mal darzustellen, dass hier mehr passiert ist als bei dem B-Getriebe. Ich kann das nicht direkt im gleichen Bild zeigen. Ich zeige nochmal das A-Getriebe, schwenke ich rüber und zeige die gleiche Stelle am B-Getriebe. Das ist hier. Und ich hoffe, man kann halbwegs erkennen, dass das ein bisschen mehr Kilometer auf dem Buckel hat als das.
Aber wie gesagt, beide Getriebe sind weit entfernt davon, defekt zu sein oder nicht mehr zu funktionieren. Im Prinzip sind sie beide in einem ziemlich guten Zustand. Wir haben ja hier einen O-Ring, wo die Schraube des Antriebsritzels drin sitzt. Hier sitzt ja das Antriebsritzel drauf. Hier, wie gesagt, ist der O-Ring schon irgendwie flöten gegangen. Wahrscheinlich hängt da an der Schraube dran. Und ich wollte euch noch mal zeigen an diesen Getrieben, wie die Ölung funktioniert. Dieser O-Ring ist deshalb notwendig, weil logischerweise die Welle hohl ist. Man kann da also was reinwerfen, es kommt auf der anderen Seite wieder raus. Auf der anderen Seite, das kann ich auch gerade zeigen, ist dieser Deckel und da ist ein kleines Loch in diesem Deckel. Und unter diesem Deckel ist ein Nadellager, können wir uns gleich nochmal anschauen. Jedenfalls wird hier oben an dieser Stelle wird diese hohle Getriebe-Ausgangswelle gefüllt und zwar über diese Löcher hier. Diese Löcher, davon gibt es zwei Stück, hüben und drüben. Über diesen Löchern sitzt, wie man hier sieht, ein Simmerring. Und dieser Simmerring, den kann ich mal abmachen, ist zweigeteilt. Der hat hier einen Deckel hier und einen Deckel hier unten. Und man sieht also, dass dieser Deckel hier unten sich sehr gut abdichtet gegen das Lager. Sowohl hier außen als auch hier innen dichtet er sich sehr gut gegen das Lager ab. Und ohne diesen Simmerring sieht das Lager einfach so aus. Man kann also hier reingucken, kann die Kugel dann sehen. Na, hier ist noch so ein bisschen Plastikträger, so ein kleiner Halter drin. Aber man kann im Prinzip die Kugeln sehen. Aber das Öl, welches hier an dieser Stelle ankommt, wird, ich zeige das gleich am Motorblock, zwischen diese beiden Hälften des Simmerrings eingefüllt seitens des Motorblocks. Wie genau, sehen wir gleich. Und kann hier nicht mehr raus, sondern muss letztendlich in diese Löcher hier rein. In diese Löcher und füllt die Getriebewelle. Und damit wird das Getriebe von innen sozusagen über die Welle geölt. Wie halt die meisten Wellen ja auch. Bei der Nockenwelle ist es so, bei der Kurbelwelle ist es so. Es ist also immer so, nur hier kann man es halt mal schön sehen und schön zeigen. Und am Motorblock sieht das also so aus. Wir haben hier das Ölungsloch. Auf der anderen Seite sitzt ja die Öldüse drin. Ich habe euch das ja gezeigt im vorletzten Film, dass bei den beiden Ölungslöchern der beiden Getriebewellen jeweils eine Öldüse sitzt. Die sitzt also da unten drin. Auf der anderen Seite. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt kommt das Öl also hier raus und kann im Prinzip nur, weil hier das Lager sitzt, hier unten unter diesem Simmerring. Und das unter diesem Simmerring sieht genauso aus wie hier oben drüber. Das ist ja umlaufend. Und das füllt quasi diesen Simmerring hier über diesen Schlitz mit Öl. Und wenn ich den trenne, kann man das schön sehen. Das Öl kann also dann hier rein über diesen Schlitz in diesen Bereich und es kann da nicht weiter, kann da nicht mehr raus und muss quasi zwangsläufig in die Getriebewelle rein. Ja, und wenn man sich das jetzt mal anguckt, hier zum Beispiel, wenn man das hier einsetzt, sieht man also, dass der Simmerring etwas schmaler ist hier an dieser Stelle als diese Spur. Und diese Spur hat also hier die Möglichkeit, das Öl von hier entsprechend in diesen Zwischenraum zwischen diesen beiden Simmerringen zu transportieren und den aufzufüllen. Ja, so kommt also das Öl in die Getriebewelle über diesen öleinspeisenden Simmerring. Und dieser hintere Teil des Simmerrings, also aus Metall, und diese Nocken, diese Standoffs, sorgen also dafür, dass hier diese Lücke bleibt, wo das Öl rein kann. Da das aus Metall ist, verformt sich das nicht und das bleibt dann so und es funktioniert. So, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und bei der Eingangswelle will ich es euch auch mal zeigen. Die Eingangswelle ist ja genauso hohl, wie man hier erahnen kann. War gerade ein bisschen unscharf. Das Lager liegt hier so drin.
Das Öl kommt also hier aus dem Loch, wo auch auf der anderen Seite so eine Öldüse sitzt und kann dann letztendlich nur über diesen halbrunden Mond da in die Eingangswelle hinein. Zack. Ja, und die Eingangswelle ist also sehr hohl, wie man sehen kann. Da kann ich also locker mein Werkzeug durchschieben. Hier vorne sitzt ja die Kupplung drauf. Und hier über diese Löcher wird die Kupplung geölt. Da sitzt ja der Kupplungskorb, wie ihr euch daran erinnert, mit seinen beiden Lagern, die ich hier ausgedrückt habe. Und hier zwischen diesen beiden Lagern kommt also genau dieses Ölungsloch hier raus. So. Hier sitzt diese Überwurfmutter, die den Korb hält. Und hier sitzt der Druckpilz drin in diesem Loch. Und der Druckpilz, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, hat auch ein Loch in der Mitte, sodass der Druckpilz auch ein bisschen Öl abgeben kann in diese Richtung. Ja, dann haben wir es ja fast. Dann können wir hier nochmal reinschauen gerade auf diese Seite. Hier ist wie gesagt ein kleines Loch drin. Das kann man also abziehen. Hier ist ein Nadellager drin. Das beendet das Ganze und dann kommt hier noch eine Scheibe. Hier tritt das Öl aus für dieses Nadellager hier in diesen Löchern. Dann kann man hier dieses Rad noch abnehmen, kann hier die Kleidbuchse für dieses Rad noch abnehmen. Das bringt jetzt alles nicht so besonders viel. Dann kann man hier dieses Festrad noch abnehmen. Und bei diesem Festrad kann man oder sollte man darauf achten, bei diesem Festrad sind nur vier Bohrungen, dass also die Ölungslöcher für das Festrad möglichst mit einem dieser Löcher hier übereinstimmt. Das kriegt man hin. Man kriegt das nicht ganz hin, aber man kriegt das fast hin. Dass eins also ganz in der Nähe ist. Ich habe das vorhin schon mal ausprobiert. Genau, hier. Hier kommt es fast hin. Nicht ganz, aber fast. Und das kann man dann abmachen, kann hier die Schaltklauen mal ein bisschen betrachten, aber das ist alles tipptopp. Und hier, das ist ja auch dieses Rad, was ich eben gezeigt habe, wo ich den Verschleiß dran festgemacht habe zwischen diesen beiden Wellen, zwischen diesen beiden Getrieben. Ja, das ist jetzt welches? Das ist das A. Das, was etwas schlechter aussieht. Aber es ist überhaupt nicht zu spüren. Also im Prinzip ist es fast kein nennenswertes Kriterium. Ja, sieht also alles sehr gut aus. So, und so passen die Löcher fast aufeinander. So war es auch. Und somit hätte ich eigentlich keine Bedenken, beide Getriebe zu verwenden. Aber ich muss mich halt für eines entscheiden. Genau. Wie diese Getriebe funktionieren, gibt es Videos dazu. Man kann auch einen ziemlichen Kult betreiben mit der Vermessung dieser Getriebe. Man kann die ganzen Räder abfädeln, kann die Welle vermessen und kann die Räder innen vermessen. Ich habe das gemacht bei dem 200.000 Kilometer CBF 1000 Motor. Habe die ganzen Werte in endlosen Excel-Tabellen eingetragen, um mal zu gucken, ob ich irgendwas finde, das vielleicht bei 200.000 Kilometer was verschlissen wäre. Aber es war alles noch in Speck. Ist auch dokumentiert, gab es ein Video drüber, könnt ihr euch angucken. Ist halt ein bisschen langweilig, diese ganze Messerei, diese ganze Nummernaufschreiberei. Deshalb mache ich das hier bei diesem Video nicht. Beziehungsweise ich mache es generell bei diesen Getrieben nicht, weil ich die für ganz gut halte. Es ist auch so, wenn man diese Klammern hier, dieses Sägeringe geöffnet hat, sollte man sie möglichst auch austauschen. Deshalb vermeide ich immer diese Dinge wirklich komplett abzufädeln, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja, ich nehme also das Getriebe B. Und dazu gehört diese Schaltwalze. Die Schaltwalzen sind beide gleich. Also ich habe da keinen Unterschied feststellen können zwischen diesen beiden Schaltwalzen. Die sind beide in einem sehr guten Zustand. Ist ja im Prinzip völlig egal, welche ich benutze, aber ich benutze halt dann auch die B, weil sie halt dazu gehört, weil das Gehäuse B ist und es halt gewöhnt ist. Das ist der Schaltstern. Diesen Schaltstern bekomme ich neu von Vince & Hyde in Neuseeland. Die schicken mir den. Die haben einen geänderten Schaltstern, einen besseren Schaltstern, der das Schalten ein bisschen schöner machen soll. Ja, ich bin mal sehr gespannt.
Den werde ich dann austauschen, das zeige ich euch natürlich. Aber das wird noch ein paar Tage dauern, bis das hier ist. Ich habe mit den Leuten heute erst gesprochen. Ja, freut euch drauf. Ja, ansonsten hat der Thomas Zylinder und Zylinderkopf für dieses Motorrad gesandstrahlt. Interessant, habe ich auch nicht gewusst, dass er das vorhat, aber hat sich wahrscheinlich so ergeben. Und dann wird er sie lackieren. Schauen wir mal. So, nachdem ich ein Darmvirus ein paar Tage geerdet hat, bin ich heute das erste Mal wieder in der Garage und habe mal angefangen, die Schrauben zu sortieren und die besten auszusuchen, die ich für diesen zusammenzubauenden Motor verwenden möchte. Ja, so sehen sie halt aus, wie halt Schrauben aussehen. Hier habe ich schon zwei No-Use-Kisten gemacht mit Zeug, ja, was einfach zu schlecht ist, um es weiter zu benutzen. Beziehungsweise manche Dinge könnte man natürlich schon noch benutzen, aber sind halt in diesem Fall die zweite Wahl und nicht die erste. Deshalb liegt es da unten, ganz tief. Ein neuer Tag, die Ersatzteillieferung vom Jörg ist gekommen. Schütt. Ja, was haben wir da bekommen? Jede Menge Lakritzstückchen, einzeln verpackt, wie sie es für guten Naschkram gehört. Ein Satz Lager für die Kupplung. Könnte passen, sieht gut aus. Jede Menge Lagerschalen, leider noch nicht alle. Manche sind momentan nicht oder schwer lieferbar, mal gucken. Und ein Simmeringsatz von Tourmax. Steht was von CBR 1100. Sollte ich jetzt besorgt sein? Ich glaube, ich bin eher nicht besorgt, sondern eher beruhigt. Was habe ich noch? Genau, der passt auch. Ja, das sind die wichtigsten. Alt gegen neu fühlt sich genauso an, aber man hätte sie wahrscheinlich nicht austauschen müssen, aber das kostet so gut wie nichts. Wenn man bedenkt, dieser ganze Lagersatz für hier die Kupplung kostet halb so viel wie eine so eine Halbschale. Das ist Wahnsinn. Also die Kurbelwellen und Pleuel-Fußlager, die sind richtig teuer. Dagegen ist das im Prinzip Peanuts. Das ist irgendeine alte Schraube aus irgendeinem alten Stoßdämpfer. Ich hebe ja jeden Schrott auf. Ich baue mir da gerade mal ein kleines Druckstück draus. So, der Sechskant ist schon mal weg. Das passt drüber. Ich habe jetzt einen 3,5 mm Absatz gemessen, den ich da reindrehen möchte. Und wenn ich gleichzeitig 3,5 am Radius abnehme, müsste ich dahin kommen, wo ich hin will. Das versuche ich jetzt mal. Immer schön vorsichtig, wie sich die Igel vermehren. So. Ah, das sieht gut aus. Man hätte das jetzt nicht machen müssen, aber mir machen so Dinge dann halt auch Spaß manchmal. Das passt also jetzt genau hier drauf. Ich kann also schön mit drücken und das drückt es so weit rein in das Zahnrad, bis es hier anschlägt. Das sind dann genau die 3,5 mm. Die 3,5 mm nämlich, wo diese Kante, wo dieser Arretierungsring von der oberen Kante entfernt ist. Das heißt, wenn ich mit diesem Druckstück das reindrücke, dann hat es automatisch genau die richtige Tiefe, nämlich knapp unter dieser Nut. Und diese Lager sollen ja möglichst weit außen sein. Da haben sie die beste Stützfunktion gegen Kippeln von dem Zahnrad. Deshalb will ich sie nicht weiter reindrücken, als unbedingt sein muss. Das ist jetzt das alte Lager, mit dem ich hier ein bisschen rumexperimentiere. Ja, und das ist halt dann so der Trick. Das mache ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite und dann ist gut, denke ich. Dann mache ich das ein bisschen warm und das ein bisschen kalt. Und dann hau weg den Scheiß. Genau, das machen wir jetzt nochmal.
relativ leicht. So, jetzt kommen die Ringe rein. Ist noch ein bisschen heiß. Es geht. Klappert ein bisschen, macht nichts. Ist er noch nicht gefettet, ist er noch nicht geölt, das läuft ja im Motoröl, da muss man jetzt nicht viel machen. Das ist gut so. Ja, das hat mal Spaß gemacht, die Drehbank mal wieder für was zu benutzen, was nicht nur Schraubenputzen ist. Das war nur ein Ständer zur Wärmeisolation. Das, damit die Auflagefläche nicht so groß ist, das gehört eigentlich zu meinem Frontheber. Ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass die Schrauben, die ich verwenden will, das Gewinde nicht bis ganz hier oben haben. Und ein Zuschauer hat mir den Tipp gegeben, bohr doch einfach hier das Gewinde weg, ein bisschen größer mit einem Bohrer, damit das hier versenkt im nicht mehr vorhandenen Gewinde und dann keine Beschädigung erfährt, das Ganze. Und die Idee fand ich richtig gut, muss ich sagen. Manchmal ärgert es mich, dass ich auf solche Sachen nicht selbst komme. Also muss ich hier einfach einen 6er Bohrer 2 mm versenken da drin, dann bin ich fertig. Ich habe es jetzt so gemacht, wie mir befohlen. Huch. Ah, okay, ich sehe es ein. Idiotensicher, genau ist richtig für mich. So, die Rundungen müssen nach unten, ansonsten passt es nur so. Ich nehme ein bisschen Öl, damit es vielleicht ein bisschen leichter geht. Falls es das dann tut, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Oh, es geht sehr leicht, das ist schön. Der ging ein bisschen strammer, warum weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich geht es immer ein bisschen strammer, je mehr drin sitzen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht hätte ich die über Kreuz einsetzen sollen. Jetzt muss ich wohl mit dem leben, was ich angerichtet habe. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Der ging wieder leichter. Geht schon, geht schon. 19er Schlüsselweite für vieles gut. Das war zielführend mit dem 19er. Ich übe ja noch. Und euer Vorteil ist dann, dass ihr gleich wisst, wie es am besten geht. Autsch. Ich mich gleich dran. So, da wackelt jetzt nichts mehr. Der Korb kann wieder 10.000 Kilometer fahren. Ja, es ist schon klar, dass die Abdrücke da so groß sind. Jemand hat vorgeschlagen, ich könnte es einfach rumdrehen, damit die Abdrücke nicht mehr da drin irgendwie rumstören. Aber ne, eigentlich stören die nicht. Aber die Idee ist im Prinzip gut, wenn das jetzt zu schlimm wäre oder diese Stelle jetzt nicht mehr brauchbar wäre, könnte man das umdrehen. Aber ich lasse es halt trotzdem, weil da steht was drauf. Ich mache es so. Okay. So, jetzt drehe ich mal die Schrauben rein. Testweise. Vielleicht noch eine. Kommt ganz gut hin, wenn ich die jetzt richtig festgedreht habe, dann kommt das, glaube ich, richtig gut hin. Gut. Aber ich drehe die jetzt wieder raus und mache ein bisschen Schraubensicherung rein, obwohl ich da sicherlich keine brauche. Aber naja. Es ist nur blaues und das kann man jederzeit wieder lösen. Das heißt, wenn in 100 Jahren jemand das Motorrad findet und die Dinge nochmal austauschen muss,
Dann wird er vielleicht an mich denken und sich freuen, dass ich es so gemacht habe. Vielleicht werde ich auch selbst drüber froh sein für den Fall, dass es doch irgendwo anstößt, dass ich es wieder aufkriege. Wieder. So, hier gibt es keine Drehmomentangabe, weil das waren ja Nieten. Genau. Das heißt, ich werde das jetzt nach Gefühl machen. Ich nehme jetzt meine 10er Nuss, habe meinen Drehmomentschlüssel auf 12 eingestellt und gucke, was er so tut. Oh ja, da geht es noch deutlich runter, es geht ziemlich leicht. Mehr wie 12 möchte ich da auch nicht. Ja, 12 ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das ist prima, das ist unten. So, schauen wir von der anderen Seite. Das sieht gut aus, die Gewinde gehen bis fast zum Schluss. So habe ich mir gedacht. Okay, was haben wir noch? Die Lakritzstange. Wie war das doch gleich? Aber egal, es geht erstmal um die Lakritzstange. Wow! So weich sind die. So, ich hoffe, das sind die richtigen. Ja, sieht gut aus. Also wenn ich bedenke, wie eisenhart die anderen waren, kann ich nur jedem empfehlen, die Dinger vielleicht mal auszutauschen. Kommen wir hier mit einem Sprühloch übereinander? Das ist ziemlich egal, denke ich. Das wird wahrscheinlich eh nicht komplett gehen. Ah doch, hier passt es fast. Okay. Ich mache das jetzt, dass das Sprühloch wenigstens eins da übereinander ist. Und deshalb weiß nicht, ob das, habe ich glaube ich nicht drauf geachtet, ob das so war. Aber könnte ja immerhin sein. Deshalb mache ich mir hier eine Markierung irgendwo hin. So vielleicht. Damit ich, wenn das zusammengebaut ist, das wieder reinstecken kann. Ja, jetzt gucke ich mal, wie das geht. Oben und unten gibt es hier keins. So, dann kommt hier in der Mitte eine gerade Fläche zu liegen. Okay. Das wird nicht einfach, merkt ihr schon. Da dazwischen dann, wie ich hoffe, eine gerade Fläche zu liegen kommt. Wir haben ja hier runde Ecken und hier ist eine Fläche. Die Fläche muss natürlich nach innen zeigen, ist ja klar. Ich meine, anders macht es ja auch wenig Sinn. So. Und jetzt ist das Schwierige, dass man das da irgendwie dazwischen fummeln muss. So, jetzt bin ich neugierig, ob das geht. Ob sich das da irgendwie hineinstopfen lässt. Das ist das ganz normale 10W40, welches ich immer benutze, wenn ich diese Motoren fülle. Und das nehme ich jetzt hier einfach auch, weil das passt halt einfach an diese Stelle. So. Ich denke, das ist genug. Das verteilt sich dann beim Reindrücken. Wenn sie es reindrückt. Schon. Geht irgendwie ganz gut, glaube ich.
bisschen schwer. Ich mache gerade immer ein bisschen was rein. Mir ist natürlich immer am liebsten, wenn alles möglichst mit Handkraft geht und nicht irgendwie zu drücken ist. Jetzt muss ich das hier natürlich zentrieren, damit das hier dann durchgeht. Ah, ja, ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht. Ah ja, es ist durch, prima. Und hier ist es fast am Anschlag. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich werde es jetzt noch mal ein bisschen im Schraubstock drücken. Zentralen Empfänger Topf benutzen. So. Hätte mich ja auch gewundert, wenn die Schwerkraft heute Pause gehabt hätte. Aber ja, mein Freund Martin von Nice Eyes 36, wir beide und die Schwerkraft. Aber da haben die Zuschauer wenigstens was zu lachen. Ist ja auch ganz gut. So, Dose zu. So, jetzt kommt der Ring. Ob die scharfe Seite nach innen oder nach außen kommt, halte ich für irrelevant. Ich mache die scharfe Seite nach außen, damit die etwas gesmoothere Seite an das Metall hier dran kommt. Jetzt brauche ich die. Nee, das kommt ja nicht hin. Hier ist es wichtig. Hier ist es also wichtig, dass man das richtig rummacht. Und zwar die scharfe Seite muss nach oben zeigen. Also hier so. Weil wenn die nach unten zeigen würde und einen Druck aufbaut, könnte durch diese scharfe Seite, könnte sich ein Druck aufbauen und könnte dann das Ding auseinandertreiben, so wie ein Keil. Wenn das schon keilförmig ist, muss es in die Richtung keilförmig sein, wo es nicht abhauen kann, nämlich nach unten. Aber nach oben darf es auf gar keinen Fall keilförmig sein. Deshalb muss, und darauf muss man bei Getrieben auch immer achten, habe ich ja neulich schon erzählt, deshalb muss die scharfe Seite immer in Druckrichtung. Aber ich denke, das kann man sich schon merken irgendwie. So, ein bisschen Öl drauf. So rein. So. Ja, vielleicht sollte man das Ding auswechseln, aber ich habe keine andere. Ich mache es jetzt einfach drauf. Ich weiß, dass der noch nicht fest ist. So, jetzt mache ich ein bisschen Öl auf den Schaft, damit er da schön reingehen mag. Vielleicht mag er es tatsächlich dann auch. Hoffen wir das Beste. Muss nicht viel sein, ist nur damit er gerade ein bisschen besser rutscht. Der kriegt ja Öl mit Druck reingepumpt, sobald der Motor das erste Mal läuft. Und dann versuche ich das jetzt so hinzukriegen, dass hier mein Punkt mit diesem Punkt übereinstimmt. Ja, ich glaube, so kommt es hin. Zack. Genau. Jetzt habe ich ein Ölungsloch-Set habe ich jetzt übereinander gebracht und so wollte ich es auch haben. Ob das jetzt kriegsentscheidend ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich denke, das Öl verteilt sich sowieso großzügig und überall. Aber ich habe das halt mal so gemacht. Ja, die beiden Zahnräder. Ich habe hier eine 23 und eine 24 draufgeschrieben. Ich habe es beim Zerlegen schon gesagt, dass die unterschiedliche Zähne haben. Aber ich war mir nicht ganz sicher, wer mehr hat. Das dicke hat 24 und das dünne hat 23 Zähne. Als nächstes kommt diese Scheibe. Wie rum halte ich für egal, aber den Gebrauchsspuren zu urteilen, war sie mit diesem Face nach innen. So. Als nächstes kommt das Lager. Das gibt es nicht mehr, deshalb muss ich das alte weiter benutzen, aber das ist in Ordnung. Geräuschfrei, leicht spielend. Hol, passt da dran. Und jetzt muss ich das wieder drauf pressen. Das ist jetzt bestimmt ja, mittelschwierig, vielleicht nicht ganz so schwierig. Man kann auch hier zum Pressen eine Nuss benutzen, vielleicht eine 22er, die würde sich anbieten. Ich versuche vielleicht mal mit einer Testapplikation von ein paar Schlägen auf den Hinterkopf festzustellen, wie wehrhaft das überhaupt ist. Überhaupt nicht wehrhaft. Es geht prima rein. So prima, dass meine Nuss jetzt fast zu Ende ist. Okay. Ein bisschen geht noch. Brauche ich also gar keine Presse bemühen. Es geht einfach so. Jetzt ist meine Nuss, glaube ich, wirklich bald am Ende. Ja, ein bisschen geht noch. Ja,
Ich muss nur noch 2 mm, aber ich weiß nicht, ob die Nuss das noch hergibt. Ich habe noch einen kleinen Spalt. Ja, die 24er Nuss gibt mir noch genau 2 mm. Ich versuche das jetzt mit der einfach. Da müsste es gehen. Genau. Jetzt sind wir unten. Sehr schön. So, man sieht recht schön, es ist kein Spalt mehr zwischen Scheibe und Lager. Also man braucht da keine Presse für, sondern einfach eine Nuss und einen Schonhammer, dann ist es okay. Ja, und man sollte versuchen, das Lager nicht falsch rum aufzupressen. Die Nut muss nach innen. Woher ich das weiß? Ja, ich habe ja Videos gemacht. Außerdem habe ich noch eine zweite Welle. So, es wird noch mal etwas kritisch. Wir haben hier zwei Teile, die ineinander gleiten können. Die müssen jetzt hier so drauf. Und die können auch hier gleiten. Das heißt, wie die jetzt zu liegen kommen, ist völlig egal, weil es ändert sich sowieso. Dann reitet dieses Zahnrad hier irgendwie und es gibt kein vorne und kein hinten, kein oben und kein unten. Es gibt einen Tropfen Öl. Ja, ich weiß nicht, wie es war. Ich habe irgendwas draufgeschrieben, aber das hat nichts mit der Orientierung hier zu tun. Das kann sich hier frei bewegen, das macht auch Sinn, das soll es ja auch. So, ich muss das nur noch mal kurz anheben, weil ich wollte mir noch markieren, wo dieses Ölungsloch ist. So, das ist in dieser Spur. Also man kann es, glaube ich, hier sehen, das Ölungsloch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt in irgendeiner Form sinnvoll oder notwendig ist, was ich gerade hier tue, aber ich mache es halt mal aus Spaß und Freude. Ich wollte dieses Ölungsloch nämlich mit diesem nicht vorhandenen Zahn hier in Übereinstimmung bringen. Ich habe nicht drauf geachtet, ob es so war, aber es ist jetzt auch egal. Ich mache es jetzt einfach so. So, jetzt nehme ich mal hier ein bisschen Fett und tue das hier in dieses Loch rein. Und dann versuche ich mal die Schwerkraft zu überlisten. Und mache diesen Pömpel da in dieses fettige Loch. Fett deshalb, weil das verhindern möge, dass der Pömpel gleich wieder rausfällt. So. Und dann muss ich das ja da drüber stülpen und muss gucken, dass dieser Pömpel in dieses Loch reinfällt, während gleichzeitig das Zahnrad so zu liegen kommt, dass diese Zahnlücke da bei meiner Markierung landet. Und wenn dem so wäre, müsste dieser Pömpel noch ein bisschen in die Richtung, ja, so vielleicht. Ah, ja. Ist geklappt, jetzt muss ich noch den Pömpel da irgendwie reinkriegen. Ja, ich habe einen Gau gebaut, aber er ist reversibel, beziehungsweise er ist gar nicht richtig zum Tragen gekommen. Ich habe einen kleinen Denkfehler gehabt gerade, deshalb baue ich das hier so zusammen. Ich zeige euch gleich, welcher Denkfehler das war. So, jetzt ist der Stift eingerast, jetzt ist dieses System im Prinzip fertig. Jetzt muss das... Mein Fehler war, ich habe gedacht, dieser Ring müsste hier unter die Schraube. Das ist natürlich Quatsch. Dieser Ring muss hier rein. Und zwar, genau genommen, muss der sogar hier rein. So. So. Und dann wird ein Schuh draus. Dann ist dieser Spalt auch weg. Ich habe einen Fallschirm. So, natürlich. So. Sonst drückt es ja nicht. So, und jetzt. Das ist trickreich. Okay. Jetzt habe ich es richtig und jetzt kann ich das so draufsetzen, dass die Lücke passt. Was ich hiermit fast getan habe. Na komm. So. Oh, jetzt habt ihr nichts gesehen. Egal, so passt es jedenfalls. Genau so. Und jetzt ist die Druckplatte da, wo sie sein sollte.
Und jetzt können diese Dinge gegeneinander verdreht werden. Und jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt kann man diese Schraube hier reinmachen, die nämlich an dieser Stelle keine Federscheibe erhält, sondern die Federscheibe ist an der inneren Seite. Das war eben mein kleiner Denkfehler. Ja, und jetzt, wo die Schraube drin ist, wird die Reibung schon langsam etwas schwerer. So. Das soll jetzt 80 bis 100 Newtonmeter bekommen. Ich hoffe, ich kann das im Schraubstock machen, ohne dass das mir hier aus den Backen springt. Ich probiere das einfach. Ja, das waren 80. Das ging gut. Jetzt erhöhe ich auf 90 und dann bin ich zufrieden, glaube ich. Ja. Ich wusste nicht, ob das klappt, weil ich vermeiden wollte, dieses Ding zu sehr zu pressen. Ich habe es also kaum gepresst, sondern ich habe es mehr so angelehnt gegen diese Noppen hier. Das war ganz gut. Ich habe fertig und habe hoffentlich keine Fehler gemacht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffen wir das Beste. Bis demnächst bei Sams Channel.